So, wir können ja. Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen was von unseren Teams gesehen. Wir können aber unsere Teams ja trotzdem einmal Ja, ich zeigen. wollte nur gucken, ob ich mich bewegen kann. Lithoras, das heißt Paramid bei dir. Ja. Und Ninchu, danke für 29 Monate Treue, sogar auf Stufe 2. Super geil von dir. So, wir haben hier Lithoras und Paramid. Mit folgenden Sachen. Ich habe einen Steinhagel, den ich gefunden habe. Ihr werdet gleich sicher irgendwo noch ein Erdbeben bei Svenja sehen, den sie einfach so gefunden hat. Also outspeeden werde ich jetzt ja wahrscheinlich Ich nichts. auch nicht. Wir haben beide in den Minuswesen. Yay, und du bist mit dem Stein noch schneller als ich. Ja. Wen hast du denn als nächstes bei dir? Voltenta. Also bei dir dann Porilam. Genau, ist hier noch was Interessantes? Nicht unbedingt. Nö, ich hab die Statik. Ich meine, Purilam hat echt in dem Sinne Gute jetzt ein Attacken. gutes Moveset, weil ich ein Aeroass habe. Das ist ganz Und angenehm. Zerschneider als noch guter Normalmove. Ja, also kann man mal machen, ne? Jo. Dann haben wir Scheifrats und Radnux. Ja. Ich habe Gut. Medroa, das ist sehr praktisch. Ich habe zumindest Rokzugib und Biss. Da kann man, denke ich, auf jeden Fall auch mitarbeiten. Die Sache ist, was ist das Level Cap für Alola? 20. Also könnte ich mit Radikal reingehen. Das ist ja schon mal ganz angenehm. Ja. Weil Paras hatte ich gerade und Porenta gut, eher Paras entwickelt nicht. sich auf 25, Porenta, Aber gar zumindest nicht. Radikal. Hätte auf jeden Fall einen guten Biss. Ja. So, dann haben wir Bronkel und Quietzel mit seinem Erdbeben. Das sieht so falsch aus in diesem Moveset. Ich weiß gar nicht, ob Sie überhaupt lesen können. Wahrscheinlich nur im Vollbild. Aber ja, so Lehmschelle, Tackle, Pulverschnee, Erdbeben. Auch wenn du nicht gerade einen guten Angriff hast, weil er gesenkt Ich habe wird. auch generell nicht so die besten Werte. Also bei Quetzal habe ich halt echt Angst. Nichts rein, nirgendwo reinschicken, wo er potenziell draufgehen kann. Die Sache ist, ich muss auf Quetzal, glaube ich, sowieso ganz gut aufpassen, weil du Bronkel wahrscheinlich für Aloe mit dem Stahltypen gut gebrauchen kannst, dass mir Quetzal nicht Feuer abkratzt. Dann habe ich das Hypnose-Back. Wobei, Moment. Ich könnte Begrenzer machen und bin immun gegen Hypnose, weil ich selber Hypnose habe. Aber bist du schneller als Kuckmarder? Ich muss nur hoffen, dass er beim ersten Mal keine Hypnose macht. Nun. So, dann haben wir Zappig mit Kladin zusammen. Ja, ich Mein nächstes Schwebe-Pokémon übrigens, bin neben jetzt Bronkel. nicht so überzeugt von dem Moveset. Ich bin von dem Pokémon noch nicht so ganz überzeugt, aber das ist beides ein Team, das könnte später cool werden. Beziehungsweise Claudine könnte bei Alola ein bisschen klären, vielleicht. Mal gucken. Und unser Starter Segon und Purimops. Bei dir sowieso absolute Bombe. Ich habe halt sehr viel Glück gehabt, dass ich halt wirklich das Upgrade und die Dubios Disc so früh bekommen habe. Ich glaube, das Upgrade lag ja einfach in Orion City rum und die Dubios Disc konnte ich kaufen in Gavina. Das war echt praktisch. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ja, es ist geil, es haut ziemlich rein, aber ich habe halt auch super Angst. Weil wenn es irgendwann mal aus Versehen irgendwo krepiert und das könnte bei Aloe passieren, das tut weh. Yes. So, dann wollen wir mal weitergehen. Ja. Und zwar wahrscheinlich hier gleich wieder von. Werden wir nicht von Sharon noch vollgelabert oder ist das. Ich glaube, das kommt gleich erst. Erstmal noch kämpfen. Sag mal an, was der vorne hat. Okay. Elezeba. Ja. Ja. Die Sache ist, da kann ich aber doch Quetzal reinschicken. Easy. Hier, frisst ein Felswurf. Schockwelle. Oh, der kann schon Schockwelle. Es tut weh. Aber ich tue ihm auch weh. Wenn ich jetzt viermal treffe, war's das. Danke, wenn du was. Danke für nichts. Voltenta macht das mal besser. Denkt sich auch so. Ach, ein kleines Quiekel. Was kann das schon Großes du. Oh, shit. Ups. Ich kann nichts dafür. Ich habe es random gefunden. Ha! Frisst meine Statik. Ich finde das nur am Anfang halt immer noch so scary von solchen Nuzlockes, weil potenziell kann dich jeder Gegner einfach umnieten plötzlich, weil du doch so fragil bist. Und das tut halt am Anfang weh, wenn du auch noch nicht so viele Pokémon hast oder nicht so viele Der gute Pokémon. Fritzchen! Kommt Sharon hier gar nicht? Ich glaube, gleich weiter unten, sobald das dunkle Gras kommt. Ah. Aber ich gehe mich jetzt nochmal heilen. Ach, da steht er. Die Tangabeere. Ja.
Also später, wenn du halt ein bisschen mehr Bulk hast, ist es halt schon etwas angenehmer. Mhm. Und ich bin ja sowieso immer super ängstlich. Ich habe bei jedem Pokémon Angst, kann mich das one-hitten oder so? Also kennst du übrigens auch noch von früher diese ganzen Fritzchen-Witze? Ja. Okay. Svenjan, halt! Ne. Siehst du das dunkle Gras dort? Ab und zu kommt es vor, dass man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig stößt. Sei deshalb besonders vorsichtig, wenn du ins dunkle, hohe Gras gehst. Ich mach wieder auf den Weg nach Septerna City. Oh, Top-Elixier. Nice. Okay. Die Sache ist, dunkles, hohes Gras, übelst scary für eine Nuzlocke. Ja. Weißt du gar nicht, was du da überhaupt nehmen musst, ne? Ja, aber auch wenn du einen Doppelkampf hast. Ich sag mal, wenn da Doppelkämpfe jetzt allgemein. Die Dreier- und Reihumkämpfe, die wären ja auch schlimm. Die wären richtig schlimm. Wer hat was eigentlich? Weil einer von uns hat Dreier- und einer hat Reihumkämpfe. Aber ich weiß nicht, wer was hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast die ranzigen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Was von beiden ist ranzig? Reihum? Ja, ja. Okay. Dreier ist halt nur nervig, weil du nicht jedes Pokémon von überall aus angreifen kannst. Mhm. Aber Reihumkämpfe sind halt einfach so scary. Good luck. Ja, da brauchst du echt Pokémon. Natürlich geht's daneben. Brauchst du echt Pokémon, die dann auch wirklich gegen alles potenziell gut bestehen können. Mhm. Weiß hat drei, Schwarz hat drei Augen. Ja, schade. Hm. Ich hatte Hoffnungen. So, pack mal Lithuras erstmal von der Spitze weg. Segon. Du kannst mal wieder was machen. 13, 14? Ja. Ist da irgendwas noch im Gras? Nee. Aber hier ist noch was. Oh, bist du schnell? Ja doch, nee, Radfratz hat eh Angsthase, aber ich glaube, Radfratz ist auch schnell. Boah. Radfratz kann vor allem weglaufen. Was hast du gefunden? Eine Teriro-Beere. Oh, eine Steintafel. Ich habe, glaube ich, keine Gesteinsattacken. Ich hätte welche. Ich könnte die gut gebrauchen. Nein, Flucht gescheitert. Du willst wahrscheinlich nicht. Doch, okay. Wobei das auch eher selten ist, dass Trainer, die sich bewegen, also gerade in älteren Gens, auch kämpfen wollen. Mhm. Sind meistens die, die nur rumstehen, die kämpfen wollen. Das stimmt. Ein Verteidigungsdrop geht. Ist dann quasi so, als wenn ich zwei Attacken fressen würde. Ja. Ich finde aber, das Level von denen steigt echt schnell. Also obwohl wir ja immer gut nachleveln. Mhm. Wir haben auch 6 Pokémon, aber was ist ein Tuit? Wie viel Schaden macht das? Das geht sogar. Also mal gucken, wie viel Verteidigung dann Radnux hat. Ja. 18, genauso viel wie aber ich. Aber ich hatte auch einen Silberblick drin. Ich auch. Das heißt 11 KP Schaden nehme ich. Er liebt seinen Scanner. Ja, 11 KP Schaden nehme ich. Perfekt kalkuliert. Also, kalkuliert. Fililu! Ich glaube, da verpiesel ich mich mal kurz. Ein sitzendes Fililu. Nein! Spuck mir doch keinen Sand ins Gesicht. Wie gesagt, stehende Fililu sind mir auch sehr suspekt. Okay, ich probiere es gar nicht erst. Ponkel, mach. Wobei, Moment, du bist nur ein Durch-Pokémon. Ich vergesse das ständig. Ich denke, das ist ein Normal-Pokémon. Zuschuss. Habe ich eine Normalattacke? Oh ja, perfekt. Ich finde das schön, dass es gerade Zuschuss machen musste, um Biss einsetzen zu können, weil es den wahrscheinlich so nicht hat. Nee. Ach, das könnte noch ein Weilchen dauern bei mir. Nicht schlimm. Oh Gott. In Septerna, ne? Ja. Wer will da N? N. Vor dem Museum aber erst, also wenn man zur Arena geht. Okay. Ich muss halt immer kurz überlegen, weil hier irgendwie immer irgendwer kämpfen will. Mhm. Und man da ja nicht aus Versehen reinlaufen möchte. Ich glaube, das Schlimmste, was mir auch. Kann ich bitte daneben hauen? Schade. Aber ich habe eh kaum Schaden gemacht. Ich glaube, das Schlimmste für mich
war zum einen irgendwann mal Tiss am Ende der Siegelstraße von Schwarz und Weiß 2, weil ich nämlich halb tot war. Mhm. Wo man sich das hätte denken können. Aber ich glaube, noch schlimmer fand ich tatsächlich Heiko in Smaragd, weil ich nicht darauf eingestellt war, dass der so früh kommt. Ja, stimmt. Aber da bist du ja eigentlich noch gut drauf, oder nicht? Am Anfang. Komm, wann, wenn du das Erdgeschoss erstmal clearst? Aber der kommt doch sofort, oder nicht? Nee, der kommt erst von der Treppe. Glaube ich. Ja, stimmt. Und da will doch noch jemand kämpfen. Mhm. Düsselgur zum Start? Ja. Und danach noch ein Kiesling. Also so gegen Stein-Pokémon bin ich jetzt nicht unbedingt so perfekt aufgestellt, sind wir mal ehrlich. So, was können die beiden machen? Also Kiesling fühle ich halt irgendwie nicht so. Oh, eine Schönschuppe. Cool. Aber ich mag die Entwicklungen. Finde die eigentlich ganz stylisch. Jo. Wobei, ich finde Geowatz cooler. So im Vergleich. Weil ich weiß nicht, Brokkolos ist schon... Geowatz hat schon Stil. Also Kleinstein-Georock, okay, sage ich. Hm, aber Kiesling und... Sedimanto sind auch jetzt nicht so eine Schönheit. Aber Geowatz ist schon geiler. Was sagt ihr, Geowatz oder Brokkolos? Es ist doch überall sonnig. Okay. Wir haben ja auch Sommer. Ja, nun. Septerna City. Eine schicke Stadt für junge Leute. Die Rentner einfach diskriminiert werden. Komm mir nach! Schön, wie multitaskingfähig du bist. Das ist eh nur ein Mann. Oh, ganz viel Liebe für Brokkolos. Wenn du hier schnurstracks weitergehst, findest du das Pokémon Center. Oh, wo wir gerade dabei sind. Hier, vielleicht hilft dir das ja weiter. Könnte, in der Arena. Ja gut, direkt schon in Anbetracht der ganzen Hypnose, ne? Ja. Pokémon vom Typ normal. Und ich sollte einen Kampf-Pokémon mitbringen, ja nun. Wir können zumindest noch ein, zwei Pokémon fangen. Das stimmt. Und wir kriegen hier, was hatten wir beide als Starter umgedacht? Serpifeu? Ja. Kriegen wir hier irgendwo noch Wundersaat? Tun wir das? Ich glaube ja, oder? Weiß nicht. Einfach jedes Mal den Boost gerade bekommen. Läuft bei Zappig. Mit Ladestrahl? Ist Brokkolos, ja. Ist Brokkolos eigentlich griechisch für Brokkoli? Ich glaube legitim, Brokkoli heißt im Griechischen einfach Brokkoli. 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 Ich gucke erst mal, was es im extra Shop gibt, bevor ich hier weiter einkaufe. Mhm. Oh ja, ein Funkelstein sehe ich da unten schon. Geist brauche ich. Hyperbälle schon. Kampf habe ich nicht. Jetzt so ein Kampf-Pokémon, ne? Für Aloha. Funkelstein, Blitzmodul. Oh, 100 Pokémon. Ja komm, der ist ja geschenkt. Direkt mal den Erdbeben verstärken. Ja, nicht, dass ich Huizel einsetzen möchte, aber für 100 kann man sich den mal gönnen. Mhm. Ich habe gar keine Gegengifte. So. Was gibt's bei mir denn so? Helix-Fossil. Wann können wir Fossilien wiederbeleben? Toll. Schön shoppe ich auch hier in der Stadt. Ja, aber nach der Arena dann? Hätte ich jetzt gesagt. Panzerfossil hätte ich auch noch. Das Stratos-Eis ist sehr gut. Weil das ist ein Hyperheiler für nur 100. Ich hoffe, du hast die Kühltaste dabei. Nehme ich direkt mal mit, dann brauche ich auch sonst nichts an. In der Richtung zum Heilen. Dann habe ich jetzt quasi meine Hyperheiler. Meine Pokémon kriegen nur Eis. Pokebälle habe ich noch 6. Superbälle habe ich 11. Ich nehme mal 10 Superbälle mal mit. Gib mir mal 6 Tränke noch. 5 Supers. Ja gut, die anderen brauche ich dann jetzt ja nicht. Ein bisschen Schutz vielleicht. So für nein, den ewigen Wald. Weg. Ich habe keinen Schutz gekauft. Mehr praktisch. Kann ich gleich noch auf dem Rückweg machen. Kann ich? Schieben? Ah, so kann man schieben. Perfekt. Ah ja, stimmt, das Tafelwasser haben wir ja auch noch. Jo.
Da habe ich den Schutz. Also eine ist auch zum Verkaufen, aber naja. Ich glaube, ein bisschen Geld habe ich noch für ein paar Schutz. Wo hattest du jetzt schon mal geguckt nach Items? Rechts oder links? Rechts. Guck ich einmal links, ob hier wirklich irgendjemand einen Wundersatz schenkt. Oh, das ist ein Kaffee. Oh! Hallo! Meisterbälle! Gut, dass ich jetzt pleite bin. Aber Überreste für 200. Ja, einen gönne ich mir. So viel Geld hatte ich noch. Aber ich werde keine Meisterbälle kaufen. Du kannst einen kaufen, wenn das dir angeboten wird. Ja gut, ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Wenn wir solche Shops haben mit umsonst Meisterbälle, einen einzigen nehmen wir mit. Ja. Habe ich, glaube ich, auch gemacht. Ja. Das ist, glaube ich, fair. Das ist ein Beulenhelm. Fluchtknopf, Psychojuwel. Den kann ich mir gerade so noch leisten. Würde ich mitnehmen. Glücksrauch. Riesentafel. Günstige Paraheiler. Mhm. In der Theorie. Ich habe Serpi vollgenommen. Das ist das Haus links daneben? Ja. Wobei ich hätte wahrscheinlich einfach irgendwas sagen können und dann dementsprechend das Item bekommen, oder? Die Sache ist, Was soll ich mit irgendwas von denen? Ich hätte Wasser sagen sollen einfach. Für mich ist es halt einfach vollkommen egal. Ich meine, ich würde vielleicht auch Wasser nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch ein Wasser-Pokémon kriege, am höchsten ist von den dreien. Hm. Und ich ja auf jeden Fall später Surfer kriege. Aber... Ah, hier ist noch eine Pjappa-Beere. Die Sache ist... Verstecktes Item allgemein. Wem gebe ich denn dann den Beulenhelm? Klar den? Wer hat die höchste Verteidigung? Beziehungsweise ein Stahl-Pokémon wahrscheinlich am ehesten, ne? Galen hat zumindest ähnlich viel wie Porygon. Paras hat auch recht viel Verteidigung. Ist hier nicht auch irgendwo noch ein verstecktes Item? Ah, da, ein Donnerstein. Jetzt hat Klick so ein kleines Hütchen auf, aber welcher von beiden hat jetzt das Hütchen? Ah ja, hier ist übrigens das Regal in der Tür. Das scheint hier rein voll mit Pokémon-Artikeln zu sein. Gab es irgendwas Interessantes im Shop, was wir uns notieren sollten? Ich denke jetzt nicht zwingend. Ich hatte, glaube ich, einen Funkelstein. Dann wiederum, wir können ja einfach später mal die Shops schnell abfliegen, wenn irgendwas sein sollte. Willst du noch ein paar versteckte Items holen? Ja. War links von dem Haus noch ein Item? Ja. Also sie eiskalt angelogen. Ja, ja, ich habe Ottero genommen. Eins weitergehen? Dann drehe ich nach rechts. Item. Ja. Und ansonsten oben bei dem Café. Über den Häusern da. Ja. Auf der Terrasse? Ja. Und zwar, wenn du ganz rechts unten gehst, nach oben gucken. Da, glaube ich. Ja. Ah ja, okay. Dann auf zu N, würde ich sagen, ne? Ja. Denk mal, was fängt der denn an? Keine Ahnung. Was für ein Level wird der haben? Keine Ahnung. Ich mach mal alle auf 14. Für alle Fälle. Konfusstrahl. Eh fast alle 14. Ja, das nehme ich mal mit. Nein! Quietzel 2 gegeben. Er war greedy. Keiner gesehen. Ich mache da sogar wirklich den Tackle, weil die Begrenzer-Hypnose brauche ich noch für meine Combo. Dann zapp ich noch ein Level. Quietzel ist einfach so dieser Hund, wenn du dem Leckerlis hinhältst, der einfach deine Hand versucht mitzufressen. Why not? Ja. Jetzt noch einmal hier gucken. Das einzige Haus, wo wir nicht geguckt haben. Mhm. Ich habe den Poeten gefunden. Was macht er so? Mich voll dichten. Ja, ich habe einen Meisterball gerade für 0 Poké-Dollar gekauft. Und wir haben gerade spontan gesagt, wenn wir sowas sehen, wir holen uns einen einzigen davon und dann passt's. Ja. Hello. Ach, mein Anliegen ist, Dinge zu sehen, die anderen Leuten verborgen bleiben. Ich möchte wissen, wie sich Pokémon wirklich in ihren Pokéwellen fühlen. Ich will wissen, was für eine Art Trainer sich die Pokémon wirklich wünschen.
Ich will den wahren Sinn des Trainerdaseins erkennen. Und ich will eine Zukunft sehen, in der die Pokémon glücklich und zufrieden sind. Diesen Wunsch teilst du mit mir, oder? Nö. Von dir hätte ich eigentlich eine andere Antwort erwartet. Verstehe, dann erlaube mir an dem Beispiel zu überprüfen, ob es mit mir zusammen mit meinem Freund möglich ist, einen Blick in eine solche Zukunft zu erhaschen. Und erlaube mit meinem Freund dich zu prüfen. Einer von uns war ein Arsch. Du. Mhm. Dusselgur, das ist okay. Das ist ein witziger Funfact, aber das passt ja zu dem, dass sie ihm gesagt, zu ihm gesagt haben, er redet so schnell. Mhm. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gehört, dass er wirklich schnell seinen Text durchgeht. Ich glaube, N zählt schon irgendwo als Rivale. Ich habe auch gecrittet wurde. Frech. Hier, ist mein Konfusstrahl. Ich bin mal so eklig. Oh, nice. Das hat funktioniert. Wisst ihr eigentlich gerade zufällig, ob Begrenzer den ganzen Kampf über anhält? Ich hätte jetzt nein gesagt, aber ich weiß es nicht. Ich benutze diese Attacke nicht. Ich habe die auch noch nie benutzt. Schalk. Aber Schalkopf ist nur Wasser, ne? Das ist noch kein Elektro-Pokémon, kein Boden-Pokémon. Keine Ahnung, gehen wir eigentlich schon in den Wald, bevor wir in die Arena gehen? Ja. Aber du wolltest Endo eben kurz snaggen. Ja. He's so sad. Please kill me! Bevor ich zu Branawatz werde. Ja! Sind wir schon bei Rivalenkampf Nummer 7? Uff. Uff, indeed. Ich liebe Ladestrahl, so eine coole Attacke. Ja, mich nervt immer, dass es daneben gehen kann. Mhm. Oh. No! Schon wieder ein Crit! Was soll das? Das hat mein Stahl-Pokémon getötet. Gut, dass wir noch ein paar Encounter haben. Aber was soll das? Ständig werde ich weggecrittet. Schon. Ist dann Kampf auf Porelam normal einfach ja. nur? Weil ich habe ein bisschen Angst, dass ein Karateschlag auf Porelam kommt. Die Balk. Hab ich nicht so viel Lust drauf. Ja, der könnte wehtun. Ah, Klick. Ja, hätte. Hätte vielleicht. Gut sein können, ja. Aber gut, was willst du machen, wenn du gecrittet wirst? So, na. Nicht einsetzen. Also ich glaube. Dann wiederum, ich war im Vorteil. Es tut der Geduld. Two-Hit, 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 Two-Hit. Was mache ich denn dagegen rein? Okay. Bronkel mit Psycho? Dann wiederum, glaube ich, klar. Wenn irgendwie ein Pokémon stirbt, was man gut gebrauchen kann oder was man gerne mag, klar ist man dann erstmal so, oh nein, warum? Aber hier macht ja auch niemand irgendwie Vorwürfe so. Und bei einem Crit erst rein. Selbst wenn es kein Crit ist, selbst wenn es einfach eigene Dummheit ist, ja, passiert. So hier, frisst Verwirrung. Das Einzige, was ich nicht toleriere, ist, wenn man in den Status gucken will und das Pokémon aus Versehen einwechselt und es dann stirbt. Wem würde denn sowas Dummes denn bitte passieren? War bestimmt Chris. Ja klar, das ist immer Chris. Ich habe ihn verwirrt, jetzt habe ich noch eingeschläfert. Jetzt kann mir auch nichts mehr passieren. Weißt du, ich habe nur so einen freundschaftlichen Kampf mit ihm gemacht. Er hat eins meiner Pokémon ermordet und erzählt mir dann irgendwas von Seekrom. Was ein Tag. Ja gut, ich glaube, Claudine hat nicht einen Kampf gemacht. Echt nicht? Nee. Wow. Ups. Zappig war sogar echt gar nicht so schlecht. Ach ja, stimmt. Scheißrad yes. entwickelt sich. Theoretisch ist er jetzt ein Luftratz. Und ich wäre Ratio? Ratio. Ratio! Warum hast du die Familie verraten? Wobei, wir haben ja gesagt, wenn die irgendwann voll entwickelt sind, gucken wir mal, ob wir die umbenennen. Ja. Aber ganz ehrlich, ich liebe Porimops. Mit den Freunden, die mich im Moment umgeben, könnte ich niemals alle Pokémon in die Freiheit führen. Noch komme ich nicht auf die Formel, mit der sich das Los der Welt ändern ließe. Was ich brauche, ist Macht. Eine Macht, mit der ich die ganze Welt auf meine Seite bringen kann. Und ich weiß auch genau, wer diese Macht für mich bereithält. Reshiram, das legendäre Pokémon, das einst zusammen mit dem Helden die Einar-Region schuf. Ich selbst werde zum Helden aufsteigen und wir werden beide Freunde sein. Aber es ist noch viel schlimmer geworden. Er hat nicht nur eins meiner Pokémon ermordet, über ein Legi geredet, er hat auch während er gesprochen hat, mich einfach random getreten. Dö! Frech. Richtiger Frechdachs.
Ja gut, dann ja. Kladin, du hattest sehr viel Potenzial, aber du konntest es leider nicht entfalten. Also darfst du jetzt hier zu deinem Freund. Insert sad music. Insert ends theme. Oder das andere. Was hatte Chris in seinen Nuzlocks immer? Unwavering Emotions oder irgendwas anderes? Gute Frage. Sappig! Gute Arbeit bis hierhin. Du wurdest Opfer von Pech. Mhm. Stimmt, ich habe vor allem gerade erst einen Donnerstein gefunden. Ich hätte es einfach instant zu Zapplerang machen können. Jenny, danke für 44 Monate Treue. Super geil von dir. Richtig sad. Ich habe so viele Sachen, ne? Ich habe eine Drachenhaut, eine Spuktafel, Gestein und so, aber ich kann nichts davon gebrauchen. Ja. Können wir direkt hier schon... Ah ja! Oh, cool. Wir können direkt uns ein Fossil holen. Ja. Dann... Mein Federfossil, okay, dann. Ach, die nimmt einfach random irgendeins. Ich habe anscheinend nur ein einziges in der Box dabei gehabt. Oh nee. Du kannst sogar aussuchen, was du nehmen willst. Aber ich meine, es ist ja so oder so random. Ja. Das heißt, ich. Ist ja jetzt nicht so, dass ich da ein. Ich glaube, Anorith ist das erste und das zweite ist Aerodactyl. Mhm. Das ist ja. Es kann ja alles sein. Ja, eben. Deswegen machen würde nur ich ein einziges. Würde ich jetzt einfach das Clown-Fossil nehmen, weil das halt wirklich ein Fossil ist irgendwo. Mhm. Ich warte eben noch, bis die bei dir zurückkommt und dann drücke ich mal weiter. Okay.